Ihr sollt in Teams etwas in den Collaboration Space hochladen. Das heißt, also ihr seid erst auf Teams, dann auf dem Klassennotizbuch. Dann schaut ihr hier, wenn ihr euer Klassennotizbuch habt, Collaboration Space und den richtigen Abschnitt. Dann Seite hinzufügen und die Seite, dann tut ihr euren Namen am besten rein, Thema und so weiter. Und dann könnt ihr es machen. Um hier irgendwas einzufügen, geht man auf Einfügen, genau. Und wichtig ist, wenn der Cursor hier irgendwo ist, dann geht es nicht. Das heißt also irgendwo da hinklicken, wo ihr das einfügen wollt. Und dann könnt ihr auf Einfügen, Bild aus Datei irgendwas hochladen. Oder bei Ordner, wenn ihr PDF braucht, geht es unter Ordner und dann hochladen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ihr könnt hier auf diese ganzen Punkte klicken und dann habt ihr die Möglichkeit, direkt in OneNote zu gehen. Schaut dann sehr ähnlich aus. Also wieder neue Seite und wieder irgendwo hinklicken und wieder einfügen klicken und so weiter. Und könnt, wenn es nicht funktioniert, ich habe das im Chrome-Browser, es gibt auch den Firefox, verschiedene Browser testen oder in der runtergeladenen Desktop-App testen. Und es geht auch am Handy. Am Handy ist es so, wer mit Teams arbeitet, braucht noch das OneNote als extra App. Also am Handy braucht man zwei Apps, um voll damit arbeiten zu können. Also hier eben das OneNote draufklicken, dann nicht Start, sondern Notizbücher, das richtige Notizbuch auswählen oder eben unter weitere Notizbücher suchen, bis man es gefunden hat. Dann hier, also wieder Collaboration, das Ohr und auch da, der Cursor muss irgendwo hier dahin klicken und dann könnt ihr auf die Büroklammer oder auf das Foto und irgendwas einfügen. Einen analogen Hefteintrag fotografieren und hochladen und dann schaut es einfach so aus und Lehrkraft ist glücklich, ihr seid glücklich, alles passt.